also nachdem ich in der Stadtbibliothek letzte Woche endlich fündig geworden bin, habe ich nun alle drei Fragezeichenbücher des Jahres 2022 gelesen und kann euch eine spoilerfreie Kurzrezension zu jedem Buch geben. Fangen wir mal an mit der Teufelsklippe. Das Hörspiel ist ja gerade erschienen. Ich habe das auch schon gehört. Das Buch ist von Ben Nevis. Es geht darum, dass Peter einen tödlichen Unfall beobachtet und unter Mordverdacht gerät. Und die drei Fragezeichen ermitteln, um ihn sozusagen von diesem Verdacht zu befreien und herauszufinden, was wirklich passiert ist mit dem Mann, der ins Meer gestürzt ist. Das Buch hat mich sehr an die erste Folge erinnert, an das Gespensterschloss. Das ist vielleicht ein komischer Vergleich, wenn man das Buch nicht kennt, aber wer die Teufelsklippe gelesen hat, der wird mir sicher zustimmen. Ich fand gerade am Anfang das Verhör mit Peter fand ich sehr frustrierend und deswegen sehr gut. Und auch die getrennten Ermittlungen von den drei Fragezeichen haben mir sehr gut gefallen. Ich fand allerdings die Auflösung ein bisschen überbordend und aus der Luft gegriffen und ja sehr groß und gewaltig. Und es waren ja auch mehrere hintereinander, mehrere Twists sozusagen. Das war mir dann doch irgendwann ein bisschen zu viel. Trotzdem habe ich das Buch ganz gern gelesen. Ich würde dem Ganzen insgesamt 3 von 5 Sternen geben. Als nächstes Hörspiel erscheint dann die 220 im Wald der Gefahren, des Buchs von André Marx. Nennt mich vom Titel so ein bisschen an diese Abenteuerspielbücher. Und ich glaube, es gibt auch ein Gänsehautbuch mit so einem Titel. Im Buch geht es darum, dass die drei Fragezeichen auf so einer Survival-Wanderung sind und sie belauschen ein merkwürdiges Telefongespräch und einige Teilnehmer verhalten sich verdächtig. Ja, und da passiert einiges im Wald, abgetrennt von der Zivilisation. Hier kommen sehr viele Elemente vor, die man schon aus anderen Büchern kennt. Wir haben einmal Bob, der Tagebuch führt. Das hatten wir im Nebelberg schon. Ich muss sagen, ich mag die Folge Nebelberg sehr gerne, aber es ist doch etwas nervig, wie das tatsächlich im Hörspiel umgesetzt ist, wie er dann so seine Sätze runterleiert. Ich hoffe, dass sich das verhindern lässt, weil diesmal spricht er in sein Handy auf so eine Art Diktier-App. Ich hoffe, dass es diesmal besser wird. Dann erinnert das Ganze auch so ein bisschen an Der verschollene Pilot, was ja auch so ein bisschen in der Wildnis spielt und wo die drei Fragezeichen dann durch die Wildnis tapsen. Außerdem gibt es auch ein Tagebuch, was da vorkommt, was mich sehr an das versunkene Dorf erinnert hat. Auch weil es da um ein ähnliches Thema geht, nämlich Schuld. Mehr verrate ich jetzt mal nicht. Trotz dieser ganzen recycelten Elemente, fand ich, ließ sich das ganz gut lesen. Es war auch durchaus spannend. Ich fand die Auflösung, wer jetzt tatsächlich der Täter in der Gruppe ist, sehr überraschend. Das hat mich komplett auf dem falschen Fuß erwischt. Das habe ich überhaupt nicht geahnt. Und ich habe auch immer gedacht, nee, das stimmt jetzt nicht wirklich oder so. Das wird jetzt noch revidiert und so. Aber tat es nicht. Also es war für mich nur so halb glaubwürdig. Trotzdem insgesamt ein gutes Buch, gute Story, gute Atmosphäre. Ich würde dem Ganzen 4 von 5 Sternen geben. Dann kommt als nächstes in der Reihenfolge das Manuskript des Satans. Das Buch ist von Hendrik Buchner. Es ist schon etwas länger her, dass ich das Buch gelesen habe. Es geht um einen Mann, der ein geheimnisvolles Manuskript entziffern möchte und dabei gestört wird durch laute Geräusche und unheimliche Stimmen, die ihn sozusagen davon abhalten. Das wird bestimmt eine total tolle Hörspielfolge mit diesen Geräuschen. Ich freue mich schon wahnsinnig. Ich fand die Geschichte eher nervig, als dass ich mich irgendwie gegruselt habe und auch die Auflösung war so unglaublich lahm und unoriginell und tausendmal gehabt und frustrierend und hatte auch überhaupt letzten Endes gar nichts mit dem Anfang zu tun. Also da ist irgendwie so ein Bruch zwischen Auflösung und worum es eigentlich ging die ganze Zeit in dem Buch vorhanden. Deswegen würde ich dem Ganzen nur 1 von 5 Sternen geben. Dann haben wir als nächstes die drei Fragezeichen und der Knochenmann.
wobei halt das Skelett irgendwie einmal kurz 5 Minuten vorkommt, aber egal. Das Buch ist von Markus Sonnleitner und es ist ein Theaterfall. Bob ist an einem Theater als Praktikant und irgendwie wird man gerade in der ersten Hälfte total mit Erzählsträngen zugeworfen. Es gibt einmal das Rätsel, was gelöst werden muss. Es gibt eine verschwundene Person. Es gibt einen Diebstahl und es gibt Sabotage und es ist alles irgendwie so ziemliches Durcheinander und Kuddelmuddel und es ist irgendwie zu viel auf einmal. Die Charaktere sind ziemlich klischeehaft, aber gut, das kann man aushalten. Was am allernervigsten ist, finde ich, bei Marco Sonnleitner ist ja, dass er immer eine spannende Situation aufbaut und dann Cut macht und im nächsten Kapitel, das spielt dann irgendwie 3 Tage später und dann wird irgendwie alles aufgelöst und das macht er nicht nur einmal in diesem Buch, sondern das macht er irgendwie 3-mal. Das hat mich schon sehr genervt. Ich würde dem ganzen Buch insgesamt vielleicht maximal 2 oder 2,5 Sterne von 5 geben. Mehr ist da nicht drin. Theaterfall hat man auch schon öfter. Ja, war nicht so meins. Dann haben wir von Kari Erlhoff die 3 Fragezeichen und die Gesetzlosen. Vom Cover her sieht es sehr nach Western aus, es ist aber mehr ein Roadtrip. Und zwar geht es darum, dass Peter ein verdächtiges Telefongespräch seiner Mathelehrerin belauscht und sie dann verfolgt und das Ganze sich zu einer Verfolgungsjagd entwickelt, bei der dann natürlich auch Justus und Bob noch später dazustoßen. Das ist so ein Fall, der ist nicht so ein typischer 3-Fragezeichen-Fall. Es gibt weniger Schlussfolgerungen, sondern es gibt mehr so Enttarnungen. Ich fand auch die Tiernamen dieser Verbrecherbande irgendwie verwirrend. Also da kommt dann zum Schluss ein ganzer Zoo zusammen. Das fand ich etwas, verwirrend. Am Schluss geht es mehr darum, die Verbrecher halt dingfest zu machen, also tatsächlich festzuhalten, bis die Polizei kommt und zu überwältigen, statt zu entlarven oder zu überführen. Ich fand eigentlich den Charakter von der Mathelehrerin fand ich ganz interessant und ihr Opfer auch. Insgesamt war das ein ordentlicher Fall, kein sehr typischer 3-Fragezeichen-Fall, aber durchaus mit ein paar guten Ideen dabei. War ganz amüsant zu lesen, hat mir ganz gut gefallen. Ich würde 3,5 von 5 Sternen geben. Dann haben wir als letztes Die Yacht des Verrats von Ben Nevis. Wohl der bescheuertste Titel in dieser Reihe. Es geht darum, dass Justus Doppelgänger wieder auftaucht und ein Problem hat. Ihm wurde etwas gestohlen. Er vermutet, dass es einen Verräter gibt in der Botschaft von Nanda. Und so lassen sich Justus und seine Kollegen auf ein Verwechselspiel ein, weil die beiden sich natürlich ähnlich sehen. Ich fand gerade die erste Hälfte total unspannend. Es wird dann etwas spannender, wenn die 3 Fragezeichen bzw. Justus tatsächlich auf der Yacht sind. Ich konnte mich auch nicht so wirklich auf diesen Fall einlassen, weil mich irgendwie dieser Verrat nicht so wirklich interessiert hat und ich war nicht so wirklich emotional involviert. Das schien mir alles nicht so dringend und schien mir eher, ja, nichts, was eigentlich ein Fall für die 3 Fragezeichen war. Das Verwechselspiel hätte man durchaus noch mehr ausreizen können. Das ist natürlich das Interessanteste an diesem ganzen Fall. Insgesamt würde ich sagen 3 von 5 Sternen. Eine kurze Bemerkung vielleicht noch zu den Graphic Novels, die ja auch, ich meine, dieses Jahr erschienen sind. Zum Gespensterschloss und Flüsternde Mumie. Ich habe Flüsternde Mumie nicht gelesen, ich habe das Gespensterschloss gelesen und ich war sehr überrascht, weil die Graphic Novels, statt das irgendwie neutral zu gestalten oder auch in die moderne Zeit zu verlegen, wurde tatsächlich sehr auf Nostalgie gesetzt und auf dieses 60s-Feeling. Da wird sowohl grafisch als auch inhaltlich sehr drauf eingegangen und es wird nicht verschleiert oder so. Und das fand ich eigentlich ganz charmant. Es war auf jeden Fall sehr kinderfreundlich auch vom Zeichenstil her und hat mich sehr überrascht, sehr positiv überrascht. Ich weiß nicht, ob die 3 Fragezeichen jetzt unbedingt Graphic Novels brauchen, aber ich fand es sehr charmant, dass da sozusagen
dieses Schrottplatz- und Hollywood-Oldschool-Feeling tatsächlich nochmal aufgelebt wurde und das nicht irgendwie modernisiert oder neutralisiert wurde. Das fand ich doch recht angenehm. Das sind also alle Fälle der drei Fragezeichen, die 2022 als Bücher erschienen sind. Ein Totalausfall war dabei und der Rest war recht durchschnittlich bis gut. Also insgesamt ein gutes Drei-Fragezeichen-Jahr. Und mal sehen, was das nächste bringt.